Das ehren wir uns heute ein bisschen noch rum. Ja, ich, Na? jetzt bin So. ich. Okay. Ich hab, musste OBS einfach nur neu starten. Ja, okay, also, ja. Dein Einwurf auf Ich Elektronik, wollte. Pool 6. Wie viel? Pool 6 hast du, wenn ich es richtig weiß. Ja. Twitch geht auch wieder. Wahrscheinlich nur kurzer Ausfall. Ja. Reichen Upsila. zwei Erfolge? Nee, du hast dir keinen Zugang schaffen können damit. Dann lasse ich das jetzt auch erstmal, weil mehrfach probieren ist halt auch irgendwann auffällig. Ja, also du hast jetzt zwar so, ich sag jetzt mal, so ein kleines Fenster hast du dir zwar sozusagen in diese Mauer auftun können. Also das ist das, was du quasi machst. Du versuchst ja quasi an dieser Mauer aus Daten, versuchst eine Lücke zu finden. Und du hast ja da schon so ein kleines Stück, wie als hättest du einen Stein aus so einer Backsteinmauer rausnehmen können. Das hast du schon hingekriegt, aber halt bei weitem nicht genug, damit du reinkommst. Ja. Okay. Dann würde ich das jetzt erstmal so belassen und würde vielleicht dann mit Hiski sprechen, dass er seine Drohne da nochmal drüber fliegen lässt und guckt, ob er irgendwie mehr Informationen sammeln kann über das Gebäude dahinter. Aber das zeigt mir natürlich, dass die auch eine gute Verteidigung haben müssen. Ja, also du hast schon gemerkt, die Firewall, die da installiert haben, die ist nicht ohne in diesem Plan. Ja. Okay, gut. Dann gehe ich zurück zur Gruppe und erzähle ihnen, was ich rausgefunden habe. Ach nee, ich bin ja im Auto. Ich bin ja im Auto. Ja. Du wachst Bin quasi ich. wieder aus. Also du musst ja Genau. quasi nur mit den Fingern schnippen und dann, also natürlich würdest du quasi zurücklaufen sozusagen und dann würdest du wieder in dein Cyberdeck sozusagen reingehen und damit würdest du wieder aufwachen. Genau. Bewusst Okay. werden. Also, ja. Dann würde ich sagen, Leute, es sieht so aus, dass ich drei potenzielle Garagen gefunden habe, wo wir mal reingucken sollten. Also eine ist verschlossen. Das ist die zweite Garage von oben. Wenn man von oben guckt, da ist eine Karre drin und ich habe dort keine besonderen Sicherheitsmaßnahmen gefunden. Keine Kameras, keine sichtbare Bewachung, die ich jetzt entdecken konnte. Dann gab es in der Mitte eine Garagenzeile. Da ist eine getürnte Karre drin. Aber da stehen unter anderem auch Kisten mit einem AR-Tag drin. Und soweit ich das zuordnen kann, sind das, die sagen wie irgendwas von Tuning-Teilen gedöns so. Und genauso gibt es dann in einer der letzteren Garagen ganz unten auch nochmal eine Garage mit mehreren Kisten von AR mit AR-Tags drauf. Und wenn ich das richtig identifiziere, sind das tatsächlich Tuning-Teile. So, das Gebäude dahinter wollte ich eigentlich auch mal auskundschaften. Allerdings habe ich mich entschieden, lieber vorsichtig vorzugehen, um keine schlafenden Hunde zu wecken. Wuff, wuff. Und bin aber nicht durchgekommen. Klingt nach Heilut. Na gut, haben die jetzt bei diesen solchen Fahrzeugen für gewöhnlich die Angewohnheit, du hast keine Ahnung, einen Peilsender anzubringen oder sowas, falls das Ding mal geklaut wird? Ich habe von sowas ja Grundsätzlich keine ist das Ahnung. möglich. Also, das habe ich jetzt natürlich nicht berücksichtigt, aber das ist natürlich potenziell machbar. Sollte man vielleicht dann irgendwie noch kontrollieren, wenn wir die Das Dinger kriegen wir, das kriegen Histi und ich dann auf jeden Fall mopsen hin, wenn wollen. wir eine der Karren mitnehmen oder beide Karren mitnehmen wollen. Na? Und er wollte ja irgendwie mächtige Reifen haben, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Monsterreifen. Aber ich habe zumindest rausfinden können, dass der untere Teil des Gebäudes von dahinter tatsächlich Lagerräume beinhaltet. Also könnten wir natürlich versuchen, dort auch noch nach Loot zu suchen. Loot, 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 Loot loot, tut loot. gut, immer dran denken. So, möchte Hiski auch noch seine Drohne losfliegen lassen, oder? Ja. Was du nach was genau soll ich ausschalten? Allem, was optisch irgendwie auffällig, verdächtig oder was ist, Genau. ob Also du auch, vielleicht noch ob du irgendwie irgendwelche externe speziellen Drohnen Alarmanlagen oder findest. irgendwas siehst. Genau, sowas. Ja, dann mal kurz, dann lass sie mich erstmal zusammenbauen. Ach, Hunde, oder?
Weiß ich. Im Zweifel kann Hiski, nicht Hiski, sondern Reese in derselben Zeit sich hier im Auto mal eine Runde hinlegen und mal gucken, was er über die, über seine Zauberwelt da. Ja. Oh nein, ein Product Placement. Was? Autsch, ich wünsche dir eine gute Nacht, schlafe, schönes Träumen, komm gut ins Bettchen. Ihr würdet es ja wahrscheinlich auch gleichzeitig tun. Ich bin auch reif. Jetzt machen wir erstmal Reese fertig. Okay. Ja. Reese, wenn du dem Gebäude näherst, also für dich sieht das Ganze natürlich etwas anders aus. Wir haben ja gesagt, so die leblosen Objekte sind ziemlich grau. Sind zwar grundsätzlich zu erkennen, aber sehr verschwommen und ziemlich grau. Während alles, was halt am Leben ist, quasi in so Regenbogenfarben, naja, erstrahlt ist übertrieben, aber halt in so Regenbogenfarben sichtbar ist. Also abgesehen halt von augmentierten Körperteilen und so. Genau, wenn da irgendwie der Arm was anderes ist, dann ist der halt so aus, so schwarz-grau. Ja. Du siehst auf jeden Fall die Leute vor der Türe, gut, das ist klar. Du siehst auch die in den Garagen drin. Das ist für dich alles überhaupt kein Problem zu sehen. Du siehst oben im Gebäude tatsächlich 8 Personen, wobei davon 3 in einem Raum sind, die anderen 5 sind so verteilt, davon sind 3 Stück oben, einfach mal einen Raum würdest du sagen, also zumindest so von der Distanze würdest du sagen, okay, das ist wahrscheinlich ein anderer Raum, und 2 sind unten im Gebäude, das kannst du so ungefähr feststellen. Was du sehen kannst, ist, dass die 3 in dem ersten Raum oben, davon ist eine Person gerade nicht stehen, sondern die sitzt, würdest du sagen, und deren ihre Aura sieht nicht gesund aus. Das kannst du ohne Ascan oder sonst was sagen, die sieht nicht gesund aus. Und auch der ganze Raum, wenn du jetzt mal so ein bisschen näher rangehst, der ganze Raum, der lässt dich so richtig so ein Schaudern über den Rücken jagen. Du fühlst dich sehr unwohl in der Nähe von diesem Gebiet, sag ich jetzt mal. Das würde ich als Raum definieren. Mhm. Das nicht schon mal? Ja, das war schon mal. Was, ja. Das war doch bei den Rangern, ne? Der eine Typ. Ne, das war bei den Nachtgeküssen. Ja, das war bei den Nachtgeküssen. Das war der eine Raum im Süden, wo es dann quasi Fuß rein, Fuß raus, nie wieder reingehen. Ja. Und das umgibt auch diese Person. So ähnlich, ja. Also du fühlst, es ist nicht ganz so schlimm wie bei den Nachtgeküssen, aber dieser Raum, der hat für dich auch was zutiefst unangenehm ist, selbst wenn du nur in die Nähe kommst. Zumindest hier auf der Astralen. Wie, ach okay, das ist jetzt natürlich nur für mich interessant, also außerhalb, weil vor weiß das ja nicht. Aber wie ist das eigentlich? Hat das was mit Energien zu tun? Also, dass wenn jetzt eine Person unglaublich viel schlechten Kram tut, dass dann sich alles um sie herum quasi in ein schwarzes, waberndes Energiefeld verwandelt oder so ähnlich? Wie Karma? Also, keine Ahnung. Nein, wir reden davon nicht von schlechtem Karma, sondern in dem wirklich Fall, von Energie, die sich verdichtet und keine Ahnung. Nee, um das jetzt mal für die Charaktere, also für euch zu erklären, nicht unbedingt für eure Charaktere. Der Reese weiß damit ja im Prinzip auch nicht so richtig viel anzufangen, dafür ist er einfach zu unerfahren. Das sind Orte, an denen zum Beispiel sehr viel Tod und Folter stattfindet. Das kann ja, sowas das dachte machen. Ich mir. Im Grunde genommen, die Räume haben ein Gedächtnis, wenn man so will. Na dann, genau. Ich dachte gerade daran, dann müsste die Person, irgendwie ist die im Siechtum, oder? Du könntest die Person erscannen. Ich weiß nicht, ob ich sowas anfassen mag. Naja, du zum Erscannen musst du jetzt prinzipiell nicht unbedingt rangehen an die Person. Das könntest du weißt, was ich auch. Meine. Es ist halt die Frage, ob du das als Charakter machen möchtest. Ich sage nur, das besteht die Möglichkeit. Ach komm, damit wir es mal ausprobiert haben. Ich will wieder brainless sein. Ja, am Ende bin ich wieder... auf Astral? Nee, das ist doch Quatsch. Was meinst aber du? Nicht auf Magie, oder? Nee. Gab's für Ascan nicht einen eigenen Skill? Habe ich dir den nicht gegeben?
Ich schau gerade mal nach. Gerade auch nachgucken. Ich bin mir nicht sicher bei der 6. Edition. Initiative Astral? Nein, nein. Nee, nee, Initiative ist es nicht. Das Skin heißt Kennen. Kennen gibt es wohl in der 6. nicht mehr. Dann würde ich sagen auf Astral. Okay. Ansonsten hast du nur noch Beschwören, Hexerei und Alchemie und Nö. Nö, das macht alles keinen Sinn. Nö. Warte mal, ich schau mal im Grundregelwerk, ob es da so... Ah ja, genau, astralisch Askennen. Astralisch jetzt allerdings für beides, für Askennen und Astralkampf, deswegen haben sie das zusammengefasst. Also drei bei mir. Fähigkeiten. Wie viele Erfolge braucht er? Naja, es gibt tatsächlich eine Erscannen-Tabelle, die geht, glaube ich, bis 7 Erfolge. Ich würde es hier tatsächlich vereinfachen, weil es ist tatsächlich einfacher. Einfach, weil er so schon relativ viele Infos kriegt, also du darfst hier 5 Würfel nehmen. Wow. Oh je. Naja, Moment, ich muss kurz den Cheat Sheet aufmachen. Ich mein Cheat Sheet. Meh. Für das Grundsätzliche dürfte es allerdings reichen. So, da habe ich mein Cheat Sheet. Ich will gerade nicht sagen, was ich Entschuldigung, Askennen geht bis 5 Erfolge. Also, wenn du mehr als 5 Erfolge hättest, würde es auch nichts mehr bringen, du würdest die gleichen Infos bekommen. So. Mhm. Bei einem Erfolg, den du halt gerade hast, steht so 2 allgemeine Gesundheitszustand des Ziels, gesund oder krank. Gesund ist er nicht. Er ist allerdings nicht krank, sondern verletzt. Allgemeine Gefühlslage des Ziels, glücklich, traurig, wütend und so weiter. Der Typ ist definitiv wütend, hat aber auch tierische Angst. Ob das Ziel erwacht oder mundan ist, das Ziel ist mundan. Also es ist kein magisch begabtes Wesen, zumindest würdest du es nicht wahrnehmen. Mhm. Ja, da steht's. Astralintuition. Und irgendwie kann man, dass ich irgendwie das zumindest fest mitbekommen, ob das sich irgendwie den Arm hält oder sowas. Wäre schon ein bisschen zu differenziert, ja. Das ist zwar ziemlich schwer zu lesen für dich, weil halt Astral, wie gesagt, alles so ein bisschen unscharf ist. Aber wie ich schon gesagt habe, du würdest allein von der Größe der Person schätzen im Vergleich zu den anderen beiden, dass die Person sitzt und du würdest sagen, er ist gefesselt. An einer Art Stuhl oder sowas. Mhm. Interessant. Das wäre jetzt eine Einschätzung der Angelegenheit. Also eher so jemand von der Art unfreiwilliger Gast. Vermutlich, ja. Also würde auch zu dem Raum passen, dem du dich ja so nicht unbedingt weiter nähern möchtest. Also natürlich kannst du rangehen an den Raum prinzipiell, aber du merkst schon, je näher du kommst, desto unwohler fühlst du dich. Du hast jetzt nicht unbedingt, also du nimmst natürlich jetzt keinen Schaden oder sowas, aber du fühlst dich wirklich tierisch. Ist halt ein Raum für die Unterbringung, ja, für die regelmäßige Unterbringung unfreiwilliger Gäste. Vermutlich, ja. Ja. Okay. Also hatte ich mit meiner Intuition recht gehabt. Und ihr habt... Ja, aber das müssen wir uns ja erstmal sagen, also von daher, das war jetzt OC. Ja. Gut, da das andere ja quasi gleichzeitig abläuft, auch Hiski startet ja seine Drohne. Nimmst du denn eine große, in Anführungszeichen, Drohne, also diese mittlere Drohne, oder nimmst du eine Augendrohne? Ich nehme die mittlere. Darf auch mal wieder. Okay. Die darf zum ersten Mal ran. Ja. Also du baust die kurz zusammen, das ist ja nicht schwer, die ist ja quasi auf deinem Rücken so als Rucksack, die musst du nur einmal auffalten. Und dann kannst du die quasi direkt losfliegen lassen. Du wirfst die hoch, die braucht kurz, um sich abzufangen. Und dann kannst du auch schon, entweder du kannst jetzt ähnlich wie vor das vor mit der Matrix gemacht hat, du kannst quasi komplett eintauchen und damit direkte Kontrolle über die Drohne übernehmen. Oder du kannst sie quasi per Sicht bzw. per Einblendung in der AR quasi fliegen wie ein ferngesteuertes, Flugzeug. Einfach. Ich denke mal so direkt, also wirklich eintauchen wäre effektiver. Mhm.
Er merkt dann auch, wie Hiski sich nebendran, also du bist wahrscheinlich hinten auf der Ladefläche, so gegen die Ladewand ein bisschen sinkt. Und Hiski, für dich, du machst es ja gerade so zum ersten Mal, dieses Gefühl, das ist Berausches, der Wahnsinn. Du hast auf einmal eine komplett andere Wahrnehmung der Welt. Weil diese Drohne hat ja Kameras, die quasi fast eine 360-Grad-Sicht haben. Und das kannst du auf einmal sehen. Also du siehst so ein bisschen wie so ein Insekt mit einer ganz kugelförmigen Sicht um dich herum. Und auch deine ganzen Bewegungen und Gefühle und sowas sind auf einmal was ganz anderes. Es ist wirklich ein sehr abstruses Gefühl. Aber gleichzeitig bist du auch so ein bisschen eingeschränkt, weil du merkst auf einmal, hey, ich hab keine Füße mehr und nix. Sondern du hast nur diesen Rotor halt. Weil du natürlich nach oben unbedingt, links und rechts und sowas. Aber so Füße und Arme und sowas fehlen dir halt auf einmal. Es ist ein sehr komisches Gefühl auf jeden Fall. Aber es dauert nicht lang und dann kriegst du auch schon ein Gefühl dafür, wie du das Ganze zu steuern hast. Ich meine, ist halt doch relativ intuitiv das Ganze. Hängt auch mit deiner Steuerung zusammen. Und dann kannst du dich auf dem Weg zu dem Gebäude machen. Wo möchtest du denn entlang fliegen oder wo möchtest du hin? Können mir die anderen jetzt dabei einfach mithelfen, sodass ich jetzt nichts persönlich vergesse? Die können dich anrufen. Ja. Du kannst ihnen, wobei, nee, momentan kannst du das nicht, weil sie keine Bildverbindung besitzen. Ich meine jetzt OOC und das dann, ne, dass ich das einfach. Grundsätzlich einfach. Können die anderen dich anrufen. Das geht. Okay. Also du kannst auch jetzt telefonieren, weil deine Drohne ja grundsätzlich eine Verbindung zu dir hat und damit zu deinem Comlink. Ja, okay, wäre vielleicht am Vorteil zu wissen. Aber alles merke ich mir nicht, also ne, die bekommen doch auch dann alles mit und so, oder? Nee, kommen nicht alles mit, die können nur mit mir reden. Genau, wir können mit dir reden, du kannst es ihnen erzählen, aber du kannst momentan kein Bild durchspeisen, weil du keine Bildverbindung besitzt. Also, ja, du hast die Bildverbindung zu deiner Drohne, aber die keine Bildverbindung zu dir. Ja, dann wo soll ich hin? Was soll ich nachgucken? Bei Reese ja schon ja genau weiß, wo man gucken sollte und vor. Wenn es gleichzeitig läuft und ich quasi so langsam wieder aufgewacht bin, kann ich ihn ja stecken, dass ich das dann mit der, also die Person halt im oberen Stockwerk da wahrgenommen habe und die höchstwahrscheinlich nicht so freiwillig da ist und wenn er die Möglichkeit hat, kann er sich da mal umschauen, muss aber nicht. Also die astrale Wahrnehmung, haben wir ja gesagt, die dauert ja nur Sekunden im Normalfall. Und also jetzt bist du früher fertig als Hiski. Deswegen. Ja, dann fliege ich mal dahin und versuche da, vielleicht sehe ich ein Fenster oder so oder versuche irgendwas zu erhaschen. Du siehst auf jeden Fall Fenster oben. Also du kannst auch so vom Aufbau her würdest du auch sagen, ja gut, okay, da oben sind quasi so zwei größere Räume drin und wahrscheinlich noch irgendwie ein Klo oder sowas ist jetzt zumindest anzunehmen und natürlich das Treppenhaus. Das, was dir Wies beschreibt, das ist ja quasi der südliche Teil des Gebäudes, also auf der Karte gesehen, der untere Teil. Dort sind die Fenster tatsächlich mit schwarzer Folie und Sprühfarbe wirklich dicht gemacht. Da siehst du gar nichts. Hm. Null. Wenn du bei den auf der Nordseite quasi von dem Gebäude rumguckst, da siehst du Fenster. Die sind zwar auch teilweise so ein bisschen, versucht dicht zu machen, also mal wo wirklich versucht mit Brettern oder ähnlichem die ein bisschen zu verschließen, aber da kannst du noch recht gut durch Lücken durchgucken. Und da siehst du, dass da so eine kleine Wohnung oder Unterschlupf eingerichtet ist. Also Wohnung wäre nett ausgedrückt, sondern das ist wirklich so ein Unterschlupf, da liegt halt schon... Ja, sehr spartanisch, liegt Unrat rum, da sind jede Menge leere Getränkeflaschen und sonst was. Da hocken auch zwei auf so einer ziemlich abgeranzten Couch. Und ein dritter hockt gegenüber einem Sessel. Du würdest sagen, so wie der dritte aussieht, dass der gerade irgend so ein BTL-Spiel oder sowas spielt. Zumindest macht es einen Anschein. Und die anderen beiden scheinen gerade irgendwas so auf so einem AR-Bildschirm anzugucken. Also irgendeinen Film oder sowas, würde ich das jetzt ausschätzen. Du siehst auch, von dort führt eine Türe, zumindest in die Richtung, wo der andere Raum ist. Und du siehst auch das Treppenhaus, das einfach nach unten führt. Ziemlich zentral im Gebäude.
Also ich habe jetzt 3 Personen gesehen, Reese hat 2 Personen, also haben wir jetzt 5 Personen gesehen. Ja, Reese hat aber auch noch unten 3 Stück gesehen, im unteren Teil des Gebäudes. Also 8. Nein, Entschuldigung, 2 im unteren Teil. Es waren 7. Ach, 7. Plus die eine, wo halt, der es nicht ganz so toll geht. 18 im Gebäude insgesamt. Also wahrscheinlich ein Gefangener dann. Ist zumindest anzunehmen, ja. So. Und wenn du dann versuchst, unten reinzugucken, das im Werkstück jetzt auch, wenn du das Gebäude von außen anguckst, Alter, das ist schon so, das untere Stockwerk ist schon so 1,5 oder 2 Stockwerke hoch. So wirklich so Lagerhausmäßig. Aha. Und da finden sich auch nur im oberen Bereich befinden sich Fenster. Also unten auf so Erdbodenhöhe ist nichts. Nur im oberen Teil. Und wenn du da kannst du tatsächlich reingucken. Und dann findest du da drin so, ja, Hochregal ist übertrieben. Ich meine, 2 Stockwerke ist kein Hochregal. Aber da findest du einen Haufen Kisten drin. Da ist schon einiges an Material eingelagert und da drin laufen 3 Leute rum, die gerade wohl eine Kiste ausgepackt haben und die so auf ein paar andere Regale verteilen. Das sieht so ein bisschen aus wie so Showregale, würdest du sagen. Es ist noch direkt bei so einer Türe, die anscheinend Richtung Garagen führt. Also 3 Leute? Und genau da, wo Reese 2 Leute gesehen hat. Entschuldigung, 2 Leute. Okay, danke. Ja. Jetzt war ich verwirrt. Tut mir leid, da bin ich selber gerade durch. Meine 2 Leute packen da unten gerade aus. Okay. Es sind 8 Leute insgesamt. 3 sind da oben quasi beim Foltern, 3 hocken in dieser Bude und 2 sind da unten. Ich glaube, dein Stream ist wieder hängen geblieben, zumindest bei mir. Mm-mm. Nee, der läuft. Sieht alles gut aus. Ja, wie sehr sehe ich, ob die bewaffnet sind oder ne, Verteidigungsmaßnahmen etc. sowas? Wirf mal auch wieder Wahrnehmung. Oh Gott, jetzt muss ich hochscrollen. Wahrnehmung. Moment. Leute, lange halte ich nicht mehr durch tatsächlich. Ja, wie gesagt, wir machen noch. Wir sind gleich fertig. Dann ist fertig. Komm schon. Ja! Boah! Oh! Also, ich sag's euch ganz ehrlich, also ich tue auch bei dieser, bei Wahrnehmung und sowas, ich orientiere mich immer so ein bisschen an dieser Ascannen-Tabelle. Weil ich finde einfach, wenn man überlegt, 5 Erfolge, wenn man umrechnet, ihr könnt quasi sagen, wenn ihr einen Pool von 4 habt, könnt ihr einen automatischen Erfolg nehmen, dafür würfelt ihr dann halt gar nicht. Und wenn ich dann halt sage, ja okay, damit du eine 5 bei Ascannen als direkten Erfolg bekommst, bräuchtest du 20 Würfel. Also wer 20 Würfel hat, der, ne, der findet dann so ziemlich alles raus. Deswegen orientiere ich mich ein bisschen daran. Und dann sind 3 Ergebnisse schon echt ziemlich gut. Weil, wie gesagt, wenn 5 das Maximum ist. Also, du hast definitiv oben in dem Raum, wo die 3 Typen rumgesessen sind, da hast du mehrere Waffen gesehen. Also, da lagen Pistolen rum und auch Revolver, da lagen auch, naja, Sturmgewehre waren es nicht, es waren eher so SMGs, so Uzi oder sowas. Lagen da oben auf jeden Fall rum. Könnt ihr das mal bitte mal mitschreiben? Wäre nett. Ich bin zu müde, deswegen frage ich gerade, ob Reese vielleicht. Ich fehlt Harry. Ja, ich bin, ich krieg auch so gerade so die Information mit, also schreiben könnte ich jetzt auch nicht mehr. Also, wenn Reese oder Nanook schreiben könnten, das wäre super. Du schaffst das Zwielicht. Ja, ich bin gerade auch nicht mehr so ganz da. Es sind nicht mehr viele Infos. Okay, also im oberen Stockwerk. Hey, wie viele Leute? Ihr seht ziemlich leichte Bewaffnung bei den 3 Leuten. Also so, bei uns wären es jetzt so Uzis und ein paar Pistolen und Revolver liegen da rum. Also das sieht schon so ein bisschen chaotisch aus da drin. Und bei den unten, die da Zeug auspacken bei den beiden, die haben zumindest mal eine Pistole jeweils am Gürtel. Und ihr würdet sagen, die haben auch 1 oder 2 Messer bei sich. Oder zumindest ähnliches. Das ist eigentlich relativ vielleicht. Ich gebe aufgrund deines guten Wahrnehmungswurfes, du würdest auch sagen, dass die Typen alle miteinander, die du sehen kannst, ziemlich leicht vercybert sind.
Also du kannst beim einen oder anderen schon sehen, ah, irgendwie der Arm, der sieht an gewissen Stellen schon so ein bisschen künstlich aus. Und oh, das T-Shirt spannt da schon ein bisschen komisch. Das hat eine komische Form. Du würdest sagen, da ist teilweise Cyberware drunter. Das ist nicht unbedingt hochwertiges Cyberware, aber Cyberware. Okay. Also jetzt an sich keine starke, Anführungszeichen, Bewachung, also eine Besetzung. Es sind zwar einige, aber... keine Kameras oder sowas fest. Ha? Nochmal, das letzte. Auch du stellst keine Kameras oder sowas fest. Okay. Irgendwas ist seltsam, aber okay. Ha. Soll ich noch irgendwas feststellen, oder... Leute? Hast du die Büroräume eigentlich näher betrachtet gehabt? Büroräume? Naja, das Gebäude war doch, soweit wir das jetzt beurteilen konnten, unten anderthalb Stockwerke hoch Lagerräume und darüber sowas ähnliches wie Bürogebäude, Büroräume, ja, und dann das Dach. Ja, also das, was ihr so als Bürogebäude gesehen habt, ist die eine Hälfte, ist das, was ihr, wo die drei Typen hocken, also wo dieser Unterschlupf sozusagen ist. Und die andere Seite, da wo Reese sich nicht unbedingt hingetraut hat, in der Astralebene, das ist komplett abgeklebt. Das ist wirklich, die Fenster sind mit schwarzer Farbe zugesprüht und dann noch ein schwarzer Müllsack drüber geklebt, da kannst du nicht reingucken gerade. Nee, da hab ich keine Sicht drauf. Könntest du mal ein Stück weiter nach oben fliegen und ja, wollte ich auch mal gucken, wo wir dann eventuell einen direkt schnellen Weg haben, abzuhauen. Ah. Fluchtweg. Genau. Kann ich machen. Hattest du irgendwie gesehen, wo die Lagerräume hinführen? Frage für eine Freundin. Habe ich das? Ja, du hast... Du hast die zwei Türen gesehen, die auch vor Forscher festgestellt hat. Du gehst davon aus, dass die direkt in die Lagerräume führen. Du kannst jetzt zwar vom Fenster nicht zu der Türe gucken, aber da ist es nicht so viel dazwischen, dass du sagst, ja, da können noch mal irgendwie Räume versteckt sein. So würde ich sagen, die führen direkt in die Lagerräume. Und du hast diese eine Tür gesehen, die zumindest Richtung Garagen führt. Wie die jetzt verbunden sind mit den Garagen, sind wir dahingestellt, das lässt sich so jetzt halt schwer sagen. Ja, also eigentlich relativ einfach verbunden und nicht sehr kompliziert aufgebaut. Das heißt, wir kämen über die Lagerräume raus? Ja, kommt über die Lagerräume. Garagen? Entweder über die Garagen oder halt über diese beiden Türen, die du auch gesehen hast, dass sie quasi nach Norden und Süden aus dem Gebäude auch raus können. Mhm. Und wenn du nach oben guckst, also wenn du wirklich mal über das Gebäude drüber fliegst, dann siehst du, dass es vom Dach des Gebäudes eine Leiter gibt, es ist keine Leiter, es ist so eine Art Feuertreppe, die auf die Garagen drauf führt. Und du kannst auf der anderen Seite vom Gebäude, also jetzt auf der Karte links, kannst du sehen, dass dort eine Feuerleiter, die aber so eingezogen ist. Also die muss man oben einen Hebel ziehen, dann rattert die Leiter runter und dann kann man damit auf den Boden runterklettern. Okay. Das siehst du. Und da oben ist aber so ein typisches Häuschen, wie man es so kennt, wenn man die Treppe hochkommen würde, dass man oben zu einer Tür einfach rauskommt und dann auf dem Dach steht. Mhm. Und auf dem Dach befinden sich auch keine Drohnen oder sowas? Nichts, was er gerade erkennen könnte. Da ist kein Oberlicht oder sowas. Da ist halt eine Klimaanlage und sowas drauf. Ich meine, klar, ihr seid in Brasilien, es ist schweineheiß. Mhm. Dementsprechend so das, was ihr da oben erwartet würden, ist auch da. Also alles relativ simpel aufgebaut, ne? Ja. Kann das sein, dass das ein Außenposten der Yakuza ist? Also nein, von einer. Das wird definitiv nicht sein. Hm? Das ist einfach eine Außenstelle oder so, einfach nur, ne? Naja, weil was mich jetzt hier an der komplett irritiert, ist halt, selbst für eine kleine Bande ist das halt alles relativ wenig. Naja, wie wurde gesagt, dass es halt eben eigentlich nur die in Unehre gefallen sind oder halt eben Auszubildende, in Anführungszeichen, aber von der denke ich nicht, dass er da irgendwie... Ja, die Frage ist halt, inwiefern sind die in der Lage tatsächlich dann Hilfe zu holen, sage ich mal so. Andere Frage, wie schnell wäre die Hilfe da?
Eben. Also ich denke mal schon... Eben. Ich lehne mich jetzt extrem weit aus dem Fenster, wenn ich jetzt sagen würde, es hört sich sehr einfach an. Aber wir sollten doch lieber dann vorsichtig sein, wenn es soweit ist. Aber bisher also sieht alles aus nach einem sehr einfachen Run aus. Um meinem Spitznamen Paranoia in Persona neuen Auftrieb zu geben. Da steckt definitiv noch irgendwas anderes dahinter. Und die Frage ist halt, wie du schon sagtest, wie schnell ist der Nachschub da? Weil es, wie gesagt, selbst für eine aufstrebende Gruppe ist das alles relativ wenig, was du beschrieben hast. Also du hast ja erzählt, dieser eine Raum da, dass das maximal leichte Bewaffnung ist. So, wenn ich jetzt aber daran denke, dass Pepe gesagt hat, dass die etwa vergleichbar mit den Rangern sind, frage ich mich, wo das ist, wo diese Stufe ist, ne? Von der er gesprochen hat. Ja, und ganz er wusste ja trotzdem nicht, wie es da aussah. Also von daher, ne, die Information fehlt ihm ja komplett. Und hattest du nicht irgendwas von Cyberware gebrabbelt, Hisky? Das sah jetzt nicht nach sehr starker Cyberware aus. Vielleicht so, keine Ahnung, künstlicher Arm oder... Künstliche Muskeln oder sowas vielleicht, ja. Ja, also sowas, was wir der Art halt eben haben, vielleicht. Ja. Um das Ganze in Kontext zu setzen, also Cyberware an sich ist ja jetzt nicht unbedingt selten in eurer Welt. Nee, also es ging mir um den Grad, weil du hattest vorhin tatsächlich erwähnt, dass das gebrauchte Cyberware ist. Also das heißt, es ist auch nicht mehr das Neueste vom Neuesten vom Neuesten. Deshalb werden sie wahrscheinlich auch nicht haben. Es geht mir darum, dass das dann definitiv kein Hauptposten ist. Wir reden von der Yakuza in Brasilien. Hm. Wäre das in Japan, dann wäre das ein ganz anderes Thema jetzt. Okay. Also von daher denke ich mir wirklich, dass es leicht ist. Du kannst davon ausgehen, dass das hier garantiert nicht die Mainbase von denen ist. Nee, das ist mir ja klar. Eine Außenstelle. Das ist eine Außenstelle, die sich ein paar Leute unter den Nagel gerissen haben, die auf Autos stehen. Also du erwartest jetzt nicht, dass da irgendwie Teufelsküche dahinter auf uns lauert. Wir sollten es erwarten. Werden es wir nicht rausfinden. Ja, wir sollten es erwarten. Mit dem Schlimmsten rechnen, aufs Beste hoffen. Genau, richtig. Genau. Also ich ziehe jetzt einfach mal erstmal meine Drohne zurück. Ja, mach das. Das ist sinnvoll. Reese, hast du irgendwelche magisch Aktiven feststellen können? Irgendwelche Critter, irgendwelche Geister. Also ich habe jetzt nichts so mitbekommen, ne. Und hast du irgendwas gemerkt von diesem schwarz abgeklebten Raum, von dem Hisky erzählt hat? Das hatte ich ja vorhin gesagt, daraufhin ist ja überhaupt erst die Drohne losgeflogen. Dass da wahrscheinlich ein Gefangener drin ist, der von zwei Leuten gefoltert wird. Also so wie er es beschreibt, kann es auch sein, dass es ein Raum ist, in dem sich Leute irgendwie die übelsten Drogen reinhauen. Also ist auch nicht unbedingt gut für den Körper. Auch das wäre... das wird aber nicht dazu passen, dass er ganz offensichtlich recht sauer ist. Und gefesselt, wie er gesagt hat. Wahrscheinlich. Es schien gefesselt und, also so genau kann ich es natürlich nicht auflösen. Ja, aber... wollte er da jetzt noch eine Befreiungsaktion draus machen? Ich dachte, das ist ein ganz normales Rein-Raus-Spiel. Ja, wäre natürlich ein erhöhtes Risiko, ne? Ne, vielleicht wird es ein dankbare Person sein. Also, ich würde sogar das Risiko eingehen, diese Person zu retten. Ganz ehrlich, das würde ich nicht machen, weil das ist eine Person mehr, die uns mit den Orten in Verbindung bringen kann. Naja, inwiefern? Also in Anbetracht dessen, dass wir alle relativ müde sind, würde ich jetzt sagen, wir verschieben die Diskussion auf nächstes Mal. Würde ich auch sagen. Die Frage ist jetzt wirklich, wollt ihr noch Infos haben? Habt ihr noch Ideen, was ihr tun könnt? Weil dann würde ich euch Infos jetzt noch geben, dass die quasi aufschreiben könnt, dann habt ihr die, können wir beim nächsten Mal einen Plan kurz besprechen. Da bin ich nicht mehr zu in der Lage, um jetzt wirklich klar zu denken. Mir würde beim Wissen jetzt auch nichts einfallen.
Lass mal. Im Zweifelsfall können wir beim nächsten Mal immer noch nachfragen. Also das Ding ist jetzt auch nicht dafür, also der ganze Run hier ist definitiv nicht dafür geplant, dass ihr jetzt irgendwie 4 Abende daran rumplanen müsst. Definitiv nicht. Ja. Ich denke mal, beim nächsten Mal machen wir es fertig. Haben wir es fertig. Ja. Hoffentlich. So, ist geplant. Ich hoffe, dass dann das Hufenglück und weiter Holt ist. So, Leute, ich verzichte heute tatsächlich mal aufs Raiden. Das ist, glaube ich, vollkommener Quark. Der Break hat tatsächlich den Großteil der Zuschauer auch. Nö, das ist genauso viel, wie du vorher auch hattest vor der Pause, also vor dem Abbruch. Echt? Ja. Die sind alle gegangen. Das ist mir schon die ganze Zeit aufgefallen. Dort hast du sogar teilweise noch weniger vorher. Ja, das weiß ich doch, aber... Ich wüsste eine Person, wo man hin raiden könnte, deswegen. Ach so, und zu wem würdest du raiden wollen? Creative Evo. Der hat den Namen. Da würde ich nämlich auch hin raiden. Ja, dann machen wir das. Oh. Aber das Ding ist halt immer, ich habe ja eigentlich den Anspruch, dann immer noch ein bisschen wach zu bleiben, damit man dann da irgendwas macht. Nee, sie versteht das, wenn man raidet und schlafen geht, das ist absolut Verständnis. Okay. Brauchst du keine Sorgen machen. Würde ich sagen, machen wir in 2 Wochen weiter. In 2 Wochen, ne? Das ist dann der... Dritte. Das ist der dritte. Der dritte. Entschuldigung. Dritte. 21 oder 21:30. Dritte 2023. Ja, ich meine Uhrzeit. Ne, auf jeden Fall nicht 23 Uhr. Nee. Dritte 21 Uhr, 21:30. Ich würde tatsächlich zu 21:30 tendieren. Also, weil wir wissen halt immer nicht, wie Ria einschläft. Das ist halt immer noch ein bisschen... Dann mache ich das so. 21:30 finde ich eine gute Zeit. Und auch eventuell, dass wir uns vorher schon treffen, auch wenn du die Kleine noch ins Bett bringst, dass wir die Sachen, die wir jetzt heute so lang vorher besprochen haben, das nächste Mal vorher abhandeln können. Und dass wir dann ich stream ja schon vorher, deswegen. In den Stream gehen. Ist er nur bei Nela, die dann erst danach streamt? Ich streame vorher schon immer. Also bei mir bekommt man dann alles mit, das ist ja auch okay. Also macht das, wie ihr am liebsten wollt, ne? Also das ist kein Problem, wenn ihr da um 20 oder 19 Uhr anfangen wollt. Alter, doch nicht so früh. Das ist kein Problem. Ja, das sehen wir dann beim nächsten Mal, wie wir das genau zeitlich hinkriegen. Ich meine, wir können uns ja im Discord verabreden. Du sagst ja meistens vorher mal Bescheid, deswegen. Ja, genau. Also... Von daher, ich würde jetzt sagen, jetzt schicke ich euch erstmal alle zu Creative Evo. Ich mach mal kurz hier die Fensteraufnahme weg. Ja, man merkt es mir mittlerweile auch an, ich kann kaum die Augen noch offen halten. wie viele Stunden bist du jetzt wach? Von 6:30 an und ich habe zwischendurch aber nochmal irgendwie, ich glaube... 2 Stunden versucht zu ruhen, das hat aber auch nicht so richtig geklappt, weil ich einfach viel zu aufgewühlt war. Ich bin jetzt dann habe ich geheult, dann habe ich die Klausur heute geschrieben über 120 Minuten, dann war ich frustriert und genervt und naja. Naja, auf jeden Fall wünsche ich euch eine gute Nacht, schlaf gut, träumt was Schönes, wir hören uns ja dann in spätestens 2 Wochen wieder, ne? Ja, genau. Und ich würde sagen, bis dahin und danke, dass wir das heute machen konnten. Hat wieder Spaß gemacht. Hat mich wieder aufgebaut und aufgemuntert. Ihr seid so lieb. Gerne. Also, ne? Dann gute Nacht, schlaf was Schönes. Bis bald. Cheerio. Gute Nacht. So, na dann. Macht's gut. Träumt was Schönes. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Also morgen. Mit Kevin zu Endring um 12 Uhr circa. Schlaf gut, träumt was Schönes. Bis dahin. Cheerio.